Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Alex und ich, wir fliegen in ein paar Tagen nach New York. Das ist das erste Mal für mich. Ich bin total aufgeregt. Seit Tagen bin ich total durch den Wind irgendwie und kann nur noch an New York denken. Und war auf jeden Fall, stand das auf meiner To-Do-Liste für dieses Jahr. Also ich will schon lange nach New York, aber heute, also dieses Jahr, habe ich mir gedacht, so, jetzt gibt es keine Entschuldigung mehr. Wir fliegen nach New York. Und Alex und ich, wir fliegen auch alleine. Also der Kleine bleibt bei Oma und Opa. Hat ein bisschen Urlaub von Mama und Papa. Und darf dann, ne, ihr kennt das ja, wenn ihr bei Oma und Opa wart früher, dann ist das auch wie Urlaub. Man darf irgendwie alles. Süßigkeiten jeden Tag, morgens, mittags, abends. Geschenke, ganz viele. Und Luis freut sich auch mega auf Oma und Opa. Natürlich werden wir uns alle vermissen, aber egal. Erstmal überwiegt die Vorfreude. Und ja, wir bleiben nur 4 Tage. Ich habe auch schon in meine Wetter-App geguckt. Es wird wunderschönes Wetter sein. Warm, Sonne. Das heißt, ich packe schöne Sommersachen ein. Ich wollte das heute mit euch zusammen machen. Ich habe vielleicht auch den ein oder anderen Tipp für euch, wie man das so angeht, wenn man irgendwie von null anfängt. Das ist schon schwierig. Also New York, oh Gott, egal. Immer wenn man in Urlaub fährt, ist, muss man erstmal überlegen, so, welche Outfits nehme ich überhaupt mit. Wir werden nicht so viel laufen. Wir werden nicht so die Touri-Ziele angehen. Ich würde sagen, ich fange jetzt erstmal an zu packen und ihr dürft mir dabei zugucken. Und ja, viel Spaß dabei. So, das sind erstmal so die Schuhe, für die ich mich entschieden habe. Und danach baue ich jetzt meine Outfits auf. Also mir ist natürlich wichtig, dass es bequem ist, weil wir ja natürlich doch ein bisschen laufen werden. Und natürlich brauche ich auch ein paar schickere Schuhe. Das sind dann zum Beispiel diese hier. Das sind meine Lieblingsschuhe, die nicht ganz so günstig waren. Und damit kann ich auch den ganzen Tag laufen. Das sind meine Nikes. Super bequem. Die sind so, also die sind wie quasi, als hätte man nur Socken an, würde man hier auf Luft laufen. Die sind natürlich weniger bequem, aber wir haben auch ein paar Tage vor, wo wir nicht so viel laufen. Und dann kann ich mir die auch mal anziehen, weil ich trage sehr gerne hohe Schuhe. Und ja, und die kennt ihr vielleicht auch aus meinem letzten Vlog. Die sind super gemütlich und die sind ein bisschen höher. Also ich laufe, wie gesagt, gerne auf hohe Schuhe. Und da werde ich auf jeden Fall die auch anziehen. Das sind so Schuhe, die einfach immer das ganze Outfit so ein bisschen aufpeppen. Natürlich ist es mir nicht egal, was ich anziehe. Und das sind die Schuhe, die ich meine, die ich auf jeden Fall abends anziehen werde. So, also Schuhe haben wir schon mal. Und jetzt weiß ich so ungefähr, was ich anziehen möchte. Weil wenn ich flache Schuhe anhabe, dann trage ich ungern Jeans. Also dann mag ich lieber eher etwas kürzere Hosen tragen oder weitere Hosen. Und dann kann ich mich so ein bisschen besser orientieren. Und was auf jeden Fall mitkommt, das ist nämlich mein Lieblingskleid. Habe ich doch hier gerade gesehen. Das ist übrigens gegen Motten hier. Mein Lieblingskleid, das geht auf jeden Fall mit, weil es super bequem ist. Das habe ich mal bei Mango gekauft. Und das werde ich dann zu diesen Schuhen hier tragen können. Und ich hatte dazu ja auch schon mal so ein OETD-Video gemacht. Auf jeden Fall, das muss ganz, ganz sicher mit. Was ich vielleicht auch direkt einpacken könnte, sind meine Shorts. Ich habe ja heute auch eine Shorts an von Zara. Und meine zweite Lieblingsshorts, also meine allerliebste Lieblingsshorts, das ist die 501 von Levis. Das ist die hier. Die habe ich auch schon super oft auf meinen Fotos getragen, weil es irgendwie so, die ist einfach perfekt. Die sitzt nicht zu hoch, nicht zu tief. Die macht einen wunderschönen Hintern und ist nicht zu kurz und auch nicht zu lang. Und da passt irgendwie alles dazu. Das ist ein schönes Mittelblau und ich trage die super gerne. Besonders dann, wenn es ein bisschen wärmer wird. Also die kommt auch auf jeden Fall mit. Und die würde ich dann auch so zu den Sneakern tragen oder halt zu den Fake Birkenstock. Also die könnte ich eigentlich zu allen flachen Schuhen tragen. Und dann, ja, fallen mir schon 100.000 verschiedene Varianten ein, was ich so an Oberteilen anziehen kann. Oder was ich dann so einpacken könnte. Gut, also habe ich schon mal meine Shorts und mein Kleid. So, dann fehlt mir vielleicht noch eine Hose, die so ein bisschen weiter ist und ein bisschen länger, falls es doch mal ein bisschen kühler ist, was ich jetzt nicht glaube. Aber egal, müssen wir mal auf Nummer sicher gehen. Das brauche ich nicht. Ich hätte vielleicht auch mal vorher aufräumen können. Das nehme ich auch nicht mit. Das trage ich zwar super gerne, aber das, nee, da habe ich im Moment keinen Bock drauf. Ah ja, wie gesagt, für abends, da habe ich schon so ein kleines Outfit im Kopf, deswegen greife ich da ganz gezielt nach. Das ist eine Hose, die habe ich bei Zara im Sale gekauft. Die hat hier so wunderschöne Perlchen. Und die ist High-Waist geschnitten, sehr gemütlich und die hat hier unten auch so ein paar Schlitze.
So, also die könnte ich, wenn ich Lust hätte, könnte ich die auch so ein bisschen, ja, runterstylen. Nicht ganz so schick stylen, deswegen könnte ich auch mal tagsüber tragen. Deswegen nehme ich die auf jeden Fall mit. Aber Ziel ist es einfach erstmal, die abends zu tragen, wenn wir abends schick essen gehen oder feiern gehen halt. Ja. Zu dem Oberteil komme ich gleich, die sitzt nämlich da in der Ecke. Hier diese Hose zum Beispiel, die habe ich auch schon mal auf Instagram mitteilt. Das ist aber eher so eine Beachhose für mich. Die würde ich jetzt in New York nicht anziehen. Was ich auch super gerne trage, ist hier diesen Body. Den habe ich auch mal bei Zara gekauft. Richtig schön. Ich glaube, den nehme ich auch mal mit. Das hier ist zum Beispiel eine Hose. Die trage ich auch super gerne. Das ist so eine Leinenhose, auch hell. Also ich mag ja eher im Moment gerne was Helles tragen. Aber die kann ich nicht anziehen, weil das eine Hose ist, wo man nur hohe Schuhe zu anziehen kann. Und da wir jetzt nicht so viele hohe Schuhe anziehe, werde ich die auf jeden Fall zu Hause lassen. Kann ich denn noch einpacken? Das hier werde ich auch einpacken. Das ist meine Bluse aus meinem letzten Haul. Diese asymmetrische, die werde ich auch einpacken. Die sieht auch super zu einer Shorts aus. Und dann diese weißen Schuhe mit den Perlen. Die hier zum Beispiel, schon ist das Outfit safe. Ich werde auf jeden Fall noch eine weite Hose mitnehmen. Und da würde ich sagen, die hier, weil die trage ich auch super gerne. Das ist eine Hose von Topshop. Die ist auch so ein bisschen lockerer geschnitten. Würde ich jetzt eher auch gerne zu hohen Schuhen tragen, könnte ich aber auch zu den Birkenstock-Schuhen anziehen. Ist auf jeden Fall super bequem, das ist das Allerwichtigste und auch mit Streifen. Ich trage sehr gerne Streifen. Und dazu würde ich dann ein enges Oberteil anziehen. Ich habe so neue asymmetrische Oberteile, die auch kurzärmlich sind. Und das ist dann auch wieder so eine Kombination zwischen schick und casual. Also die kommt auch auf jeden Fall mit. Ich weiß noch nicht, ob ich es anziehe, ob es vielleicht zu warm ist, aber es ist so eine Safety-Hose einfach. Ich werde alle Sachen, die ich online finde, werde ich euch auf jeden Fall in der Infobox verlinken. Und ich würde sagen, jetzt gehen wir rüber zu den anderen Oberteilen. Ich werde auch noch zwei, drei Pullover mitnehmen. Und dann habe ich schon fast alles. Und Leute, wisst ihr, was ich gerade sehe? Mein Kimono, den ich auf der Glow anhatte. Ich glaube, der schreit auch nach New York. Den werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Muss ich mal überlegen, was ich da so zu kombiniere. Aber der kommt auf jeden Fall mit. Das ist meine neue Jeansjacke von Zara. Die habe ich auch im Sale gekauft. Die kommt auch auf jeden Fall mit. Die werde ich wahrscheinlich anziehen, wenn wir am Flughafen sind. Also für die Reise hin und zurück. Die hat hier so schöne Laufen. Ist auch mega groß, also dazu würde ich auch eher hohe Schuhe tragen oder einen Crop Top und so ein bisschen Bauch zeigen und ja. So, schwenken wir mal rüber. Hier befindet sich übrigens so mein Schmuck und so. Mein Kaffee, der schon fast kalt ist. Das ist hier unser Plan. Wir hatten uns so einen Plan gemacht, was wir in New York alles machen möchten. Also so einen Plan sollte man auf jeden Fall haben. Und wir werden, wie gesagt, nicht so die Touri-Ziele angehen, wie Freiheitsstatue, Empire State Building und so. Das werden wir jetzt nicht machen. Wir werden auf jeden Fall den Ground Zero besuchen und die Brooklyn Bridge ist mir total wichtig. Und Manhattan möchte ich mir angucken, weil es da auch so ein Restaurant gibt, wo es richtig geile Shakes gibt und die werde ich mir unbedingt angucken möchten. Also die möchte ich mir auf jeden Fall angucken. Accessoires. Ich werde auf jeden Fall diese Brille mitnehmen. Dann vielleicht auch so ein kleiner Tipp von mir, also wenn ihr irgendwie so ganz normale Basic-Sachen anhabt, wie ein weißes T-Shirt, eine Shorts, also was jeder eigentlich so im Schrank hat oder hätte oder haben sollte, hört sich jetzt so blöd an, ne? Aber dann ist so eine Brille ist immer irgendwie so der Retter, der das ganze Outfit so ein bisschen aufpimpt und es soll ja eh schönes Wetter werden und deswegen setze ich da so auf außergewöhnliche Brillen, die ein bisschen teurer sind, aber die Investition lohnt sich, finde ich. Ein ganz normales weißes T-Shirt werde ich einpacken. So der Shorts und dann diese coole Brille dazu und schon hat man irgendwie ein cooles Outfit. Und eine Cappy werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Aber wahrscheinlich nicht die hier, sondern steht jetzt LA drauf, schade. Hier, die vielleicht, New York. Also ich nehme einfach mal beide mit. Hier steht übrigens auch Pelican Bay, die habe ich mir in Florida mal gekauft und einsticken lassen. Und eher so blau-weiß und die ist halt schwarz-weiß und die geht auch immer. Also die werde ich auch mitnehmen. Und meine Kameras. Meine Sony und ich habe auch eine Polaroid-Kamera. Die muss auch auf jeden Fall mit.
Die habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und die ist einfach so für die kleinen Momente im Leben, die man nicht vergessen sollte. Und die hat man dann direkt in der Hand. An Uhren werde ich jetzt, glaube ich, auch nur einmal die hier mitnehmen und die. Also ich habe hier einmal eine Michael Kors und eine von Daniel Wellington. Die werde ich mitnehmen. Dann habe ich einmal was Schwarzes und was Silbernes. Und die Holly. Hi. Oh, die kleine Holly-Maus. Hm? Die wird von Freunden betreut, ne? Die sind hier und passen auf dich auf und geben dir leckere Sachen und Streicheleinheiten. Hallo. Okay, ciao. Das hier habe ich mal in einem 1-Euro-Laden gekauft und hier hängen meine ganzen Ohrringe drin. Das ist so ein paar Ohrringe, die ich in Barcelona gekauft habe und die ich so zu diesem Samtbody anziehen würde. Also die werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Und ich glaube sonst gar keine. Ups. Ringe werde ich auch einfach die mitnehmen, die ich sonst auch immer anhabe. Also das sind so ganz normale Ringe von H&M. Nichts Besonderes, nichts Teures, nichts Echtes. Und ja, gehen wir mal zu den Pullovern. Ja, hier ist die Seite mit meinen Jeanshosen, mit meinen Pullovern und so ein paar Spitzenoberteile hier zum Beispiel. Ganz oben sind meine Taschen. Ich kann euch mal eben so ein bisschen... Da. Ganz unten sind dann wieder meine Schuhe, meine hellen Schuhe. So, ich werde auf jeden Fall den hier mitnehmen. Moment. Das ist so ein Sweater einfach, der so ein bisschen kürzer geschnitten ist. So grau meliert, den könnte ich super zu der Shorts anziehen zum Beispiel, wenn es morgens wieder ein bisschen frischer ist oder so. Ich werde wahrscheinlich keine Jeans mitnehmen, weil ich, wie gesagt, so Jeanshosen ungern mit kurzen, mit flachen Schuhen kombiniere. Aber ich glaube, eine nehme ich auf jeden Fall mit und das ist hier so meine H&M Jeans, die trage ich super gerne, habe ich schon total lange. Ist auch so eine Mom Jeans, also sehr hoch geschnitten und die ist so ein bisschen stretchy, also total gemütlich. Und die könnte ich zur Not noch mit flachen Schuhen anziehen, aber dann fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich dann so klein und so gedrungen irgendwie, deswegen. Aber was ich hier gerade sehe, ist auf jeden Fall mein Jeansrock. Den habe ich von Zara gekauft. Den werde ich auch auf jeden Fall mitnehmen. Den kann man ja auch so zu allem kombinieren. Und das ist auch so ein Teil, was ich gerne so zu flachen Schuhen anziehen oder wo ich mich drin wohlfühle mit flachen Schuhen. Das war's, glaube ich. Ich würde vielleicht noch das hier mitnehmen, mein Spitzenoberteil. Das ist dann auch wieder eher sowas mittler-schick. Also wenn wir irgendwie, keine Ahnung, irgendwo was essen gehen wollen, aber auch nicht zu schick aussehen möchten. Ich glaube, das ist dann so ein ganz guter Retter. Und ich fühle mich darin ganz wohl. Ja, wo habe ich das überhaupt her? Habe ich das mal bei ASOS bestellt oder bei Zalando? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall eine halbe Holly im Gesicht. Und ich glaube... Ach so, meine Leggings. Genau, meine Leggings. Schwarze, leicht glänzende Leggings, die ich für die Rückreise anziehen würde. Vielleicht mit diesem Pullover oder so. Also die muss auch auf jeden Fall noch mit. Und ich würde sagen, dann habe ich alles. Sieht jetzt nicht viel aus, bis auf Unterwäsche, aber die würde ich euch jetzt auch nicht zeigen unbedingt. Und ja, Beauty-Produkte und so werde ich natürlich auch noch einpacken. Aber ich glaube, das war es jetzt erstmal das, was ich euch so zeigen würde, könnte. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet vielleicht so den ein oder anderen Tipp mitnehmen. Ja, ich freue mich mega auf New York. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon in New York wart und wie es euch da so gefallen hat. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video und ich freue mich über positive Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.